Die besten Plots der Welt, schlecht erzählt. Der Plotcast von Markus Krämer und MW Ludwig. Heute geht's um Pulp. Also nicht die englische Band, die zugegebenerweise ziemlich gut war in den 90er Jahren. Und auch nur bedingt um den Film Pulp Fiction, aber mehr dazu später. Vielmehr geht es um klassische Groschenhefte, wird man, glaube ich, in Deutschland sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wobei die klassischen Pulps, über die wir heute sprechen wollen, sind die Pulps in den USA in der 1930er bis 1950er. Pi mal Daumen. Das war die Blütezeit dieser, ich nenne es mal, Literaturgattung, die einige Perlen hervorgebracht hat, die aber natürlich auch, und das darf man nicht verschweigen, nicht nur auf sehr billigem Papier gedruckt wurde. Ja, denn da leitet sich schon der Name Pulp her, nämlich von diesem billigen, holzhaltigen Papier. Ihr kennt vielleicht auch das deutsche Wort Pulpe, im Englischen Wood Pulp oder Holzschliff, aus dem das Papier gewonnen wurde, auf dem diese Magazine gedruckt wurden. Also billigster Kram eigentlich. Genau. Und nicht nur das Papier war billig, sondern die meisten haben auch tatsächlich Cover gehabt, die jenseits von Gut und Böse waren. Das muss man mal so sagen. Gut, die damalige Gesellschaft war voller Sexismus, Rassismus und das alles findet man in den schlechtesten Beispielen von Pulps auch wieder. Aber man muss natürlich fairnesshalber dazu sagen, Sex sells und Exploitation sells und ja, alles Anrüchige sells irgendwie. Also von daher werbetechnisch alles richtig gemacht, auch wenn man heute anderer Meinung dazu sein könnte. Ja, mit Sicherheit. Es ist einfach so, ich behaupte jetzt mal, in der damaligen Epoche, manche wussten es zwar sicherlich besser, haben es aber ignoriert. Und warum haben sie es gemacht? Weil es ging. Die Vorurteile wurden bestätigt und auch zum Verkauf benutzt. So, das ist leider so. Das muss man auch sagen. Das ist auch das, was den Pulps zu Recht einen ganz schlechten Ruf eingebracht hat. Aber es gibt natürlich auch, wie eben schon gemeint, Juwelen. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Unsere Intro klingt ein bisschen, als würden wir uns jetzt mit den allerberüchtigsten und schmierigsten Heftchen befassen, die nur unter der Ladentheke verkauft wurden an besondere Kunden. Aber es gibt ja nun tatsächlich auch einige Pulp-Titel, die wir heute noch kennen, beziehungsweise einige Pulp-Helden und Heldinnen, die wir heute auch noch wertschätzen. Auf jeden Fall. Tarzan zum Beispiel. 50, 60 Mal locker verfilmt worden wahrscheinlich. Im Grunde genommen ist Perry Rhodan ein klassisches Beispiel für Pulp. Halt ein bisschen später gelagert. Conan der Barbar. Natürlich, die Blütezeit war in dieser Zeit. Buck Rogers, natürlich. Ja. Und natürlich einer meiner Lieblinge, muss ich dazu sagen, Flash Gordon. Flash Gordon, ursprünglich ein Comic, zum Teil gab es auch Geschichten dazu. Flash Gordon, fantastisch gezeichnet. Und wurde dann in den 30er Jahren auch, wie ich finde, kongenial in den Serials verewigt. Das waren diese kurzen Filme, meistens so 15, 20 Minuten lang. Die liefen wohl damals auch im Kino vor irgendwelchen echten Filmen. Und diese Flash Gordon Serials waren schon was ganz Besonderes und auch, man kann schon fast sagen, archetypisch dafür. Flash Gordon, seine Freundin Del Arden und der geniale Professor Hans Zarkov wollen den geheimnisvollen Strahlen auf den Grund gehen, die die Erde bedrohen und die dafür sorgen, dass an ganzen Planeten Unruhen passieren, Meere erheben sich,
Berge explodieren, weiß der Teufel. Und dazu fliegen sie mit einer von Professor Hans Sarkoff persönlich hergestellten Rakete mal eben zum Planeten Mongo. Auf Mongo herrscht der finstere Ming. Ja, ich denke mir das nicht aus, das ist so. Und ja, der finstere Ming hat so telepathische Kräfte und auch telekinetische Kräfte und kann auch Leute mit einem Fingerschnippen quasi die Luft abdrehen. Er hat auch so einen langen schwarzen Mantel mit einem hohen Kragen. Ja, es ist die Blaupause für Darth Vader, das muss man so sagen. Das hat auch George Lucas immer wieder gern zugegeben. Ich glaube, es ist Staffel 2 oder 3, bei der bei Flash Gordon auch das, was bisher geschah, in so einer Laufschrift auf dem Bildschirm erscheint, die von unten nach oben weggeht. Und auch das ist genau von George Lucas 1:1 adaptiert worden, genau wie Wischblenden und so weiter. Es gibt da ganz viele Anleihen, aber die Vorgaben waren noch einfach fantastisch. Und viele Dinge sind natürlich auch toll gewesen. Man konnte die Kamera nicht drehen, weil das damals riesige Monster waren in den 30er Jahren. Also konnte man das Raumschiff, was an Fäden hängt, die man sieht, mit einer Wunderkerze hinten drin, die man auch sieht, immer nur spiralförmig starten und landen, weil das Raumschiff sonst aus dem Kamerabild verschwunden wäre. Und natürlich kann Flash Gordon im Weltraum bei einer Verfolgungsjagd mal eben das Fenster öffnen, sich rauslehnen und nach hinten schießen. Das war damals alles möglich. Aber damit bildet er ja dann auch wieder mal den Ahnherrn für Han Solo zum Beispiel. Überhaupt, Stichwort George Lucas, der hat sich ja nicht nur bei seiner Science-Fiction-Space-Opera ja, bei den Pulps bedient, sondern außerdem noch bei einer anderen Geschichte, die er sich dann ein paar Jahre später mit Steven Spielberg zusammen ausgedacht hat. Die Rede ist von Indiana Jones, der ja auch nichts anderes ist als ein Pulp-Held, der gegen böse Nazis kämpft. Später gegen Sowjets, aber das Kapitel lassen wir lieber komplett außen vor. Und auch hier geht es um geheimnisvolle Artefakte, mysteriöse Rätsel. Die ganze Produktion von Indiana Jones begann tatsächlich mit einem Foto und mit einem Plakat von Zorro. Zorro. Und von Zorro stammt auch die Idee mit der Peitsche. Das ergibt Sinn. Man hat nur die Maske weggelassen. Aber auch da, in den Verfilmungen, war das eins der Vorbilder tatsächlich, dass Zorro auf seinem Pferd so ein Laster kapert und auf den Laster springt und die Leute ausschaltet und so weiter. Und das war wohl tatsächlich die Blaupause für alles, was später mit Indiana Jones passiert ist. Aber es gibt noch viele andere. Es gibt The Shadow, Secret Agent X, Solomon Kane und auch Frauen, weibliche Helden, wie zum Beispiel die Domino Lady. Ja, mit einer schwarzen Maske, weißer Kleidung, einer 45er und Betäubungsmittel. Ja, und das alles war wild, wirklich wild, ungestüm, voller Plot-Twists, voller MacGuffins, Verfolgungsjagden, Schießereien. Das war nicht von Klischees durchtränkt, das triefte vor Klischees, muss man sagen. Ja? Und wollte aber auch nichts anderes sein. Aber wie wurden diese Pulps denn hergestellt? Dazu gibt es eine schöne Geschichte. Diese Pulp-Autoren haben, wobei man da explizit sagen muss, es waren nicht nur Männer, es war der überwiegende Teil waren Männer, ja. Aber es gab auch viele erfolgreiche Frauen, die Pulps geschrieben haben. Eine schöne Geschichte finde ich, dass die Pulp-Autoren zum Teil so schlecht bezahlt wurden, dass sie sich nicht mal eine eigene Schreibmaschine leisten konnten. Und um dem Rechnung noch zu tragen, gab es wohl in größeren Städten Kellerräume oder irgendwelche Hallen, in denen Dutzende von Schreibmaschinen an Tischen aufgebaut waren, die man mit Münzzufuhr freischalten konnte, und dann mussten die Leute halt so schnell schreiben, wie es irgend ging, um ihre Geschichten auf Papier zu bringen, die sie dann sofort wieder verkaufen konnten. Es war also schon so, dass da im Grunde genommen verlangt wurde, dass man mindestens einen Roman pro Woche schreibt. Darunter machte man es da nicht. Natürlich war das auch zum Teil bei den schlechten Autoren
Schablone. Die haben im Grunde genommen immer nur die Orte ausgetauscht und die Namen der Gangster. Und ansonsten waren die Sachen vollkommen identisch. Und das waren halt wirklich die billigen Pulps. Die guten Pulps waren natürlich auch von Leuten wie Robert E. Howard mit seinem Conan. H.P. Lovecraft. Ja, sicherlich kein Menschenfreund. Aber mein Gott, der große Cthulhu, die großen Alten und alles, was damit zusammenhängt, ist fantastisch. Clark Ashton Smith fällt mir ein. Auch der hat fantastische Science-Fiction-Geschichten geschrieben. Du sprachst gerade eben von Autorinnen, die Furore gemacht haben. Ja, Lucille Moore zum Beispiel oder Gladys Gordon Trenary fallen da ein. Aber auch Late Brackett, ich hoffe, man spricht die so aus, die war verheiratet mit Edmund Hamilton. Den Namen kennen vielleicht einige von Captain Future. Das ist nämlich der Autor, der Captain Future erfunden hat. Und wenn man so wie wir die Kindheit in den 80er Jahren auch verbracht hat, dann kennt man Captain Future natürlich. Auf jeden Fall. Und Late Brackett hat später auch den Entwurf geschrieben für Das Imperium schlägt zurück. Also auch da sieht man wieder die Brücke zwischen den Pulps und später George Lucas und den moderneren Science-Fiction-Geschichten. Wenn wir jetzt von Pulps sprechen, dann haben wir ja das Genre mehr oder weniger nach Amerika verortet und zeitlich in etwa in die 30er, 40er, vielleicht noch 50er Jahre. Ist es denn ein rein amerikanisches Phänomen gewesen oder gab es in anderen Ländern Ähnliches? Also die Blütezeit war tatsächlich in den USA. Das schwappte natürlich später dann auch auf den europäischen Markt über, führte dann zu allerlei lustigen anderen Formen, wie in Italien. Den Gialli zum Beispiel, also den in gelbe Pappe eingebundenen Krimis, die auch gerne blutiger und expliziter sein durften. Oder den sogenannten Fumetti. Das sind die Comic-Varianten dieser blutigen und auf sehr fragwürdige Schauwerte abonnierten Geschichten. Ja, und es gab halt, zum Teil gab es 150 Magazine, die parallel erschienen sind. Also das war im Grunde genommen, das war die Unterhaltung per se für, ja, die einfachen Leute, die sowas halt gerne lasen. Amazing Stories war so ein Magazin oder Weird Tales oder Black Mask, Argosy, das waren so die Klassiker, das waren die großen Namen, die auch heute noch bekannt sind tatsächlich. Viele andere sind natürlich untergegangen oder kamen über die erste Auflage überhaupt nicht hinaus. Andere wiederum erreichten Auflagen von knapp 1 Million. Das muss man sich bei der Fülle von Titeln mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind unfassbare Verkaufszahlen gewesen. Und da das Publikum natürlich immer recht hat, könnte das auch für ja, einen gewissen gesellschaftlichen Stellenwert sprechen, der dann auch später gerne zitiert wurde von vielen Autorinnen und RegisseurInnen. Zum Beispiel Quentin Tarantino, von dem wir ja eben eingangs schon sprachen, mit seinen Frühwerken vor allen Dingen, Reservoir Dogs und vor allen Dingen natürlich Pulp Fiction, wo er diesem Genre ja allein schon im Titel Tribut zollt. Natürlich kennt ihr den Film, aber für die 3 oder 4 von euch, die ihn noch nicht gesehen haben. Ach, die sollen das googeln. Also bitte, wer jetzt immer noch nicht weiß, was in Pulp Fiction passiert ist, der soll es bitte googeln. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Guckt's euch an. Also. Und zur Strafe 3 Big Kahuna Burger essen. Genau. Nein, das sollte wirklich, also doch. Guckt's euch an. Das wäre echt eine Bildungslücke. Welche anderen Werke können wir denn noch unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern nahelegen, die sich mit Pulps beschäftigen? Robert Heinlein. Oh ja. Starship Troopers. Ein furchtbar missverstandener Film, der auf einem Buch basiert oder einem Pulp basiert, der vielleicht nicht misszuverstehen ist, weil er genau das eigentlich sagen möchte, was er sagt.
Ja, auch hier kann man nicht gerade von einem Menschenfreund ausgehen, aber das waren, glaube ich, viele von diesen Geschichten damals nicht. Ray Bradbury zum Beispiel fällt mir ein. Asimov, Philip K. Dick, ganz klar, hat er auch Pulp-Geschichten geschrieben. Es gibt sogar einen Herausgeber, der von dem Magazin Adventure, Sinclair Lewis, der sogar später den Nobelpreis für Literatur bekommen hat. Generell fallen mir auch einige Filmschaffende ein, die ja nun auch diesen Weg gegangen sind, die zum Beispiel in der Billigfilmschmiede von Roger Corman ihre ersten Sporen verdient haben und dann im Mainstream angekommen sind. Joe Dante zum Beispiel oder James Cameron. Also die vielleicht sogar filmische Äquivalente zu den Pulps gebracht haben mit Piranha oder auch dem Terminator. Und bei Roger Corman fällt mir natürlich ein, dass er ganz besonders oft und sehr gerne in den Kulissen von anderen Filmproduktionen gedreht hat. Gerne am Wochenende. Gerne auch ohne Genehmigung. So will es zumindest die Legende. Und auch das ist ja klassisch, eine klassische Pulp-Herangehensweise. Ich nehme irgendeine Schablone raus, aber wenn das mit den Helden geklappt hat, dann kann ich die gleiche Geschichte ja nochmal erzählen. Nenne nur meinen Helden anders. Und schon geht's weiter. Edgar Wallace fällt mir ein. Der hat auch in dieser Zeit geschrieben und hat auch eine ganze Menge Sachen abgeliefert, die man heute auf jeden Fall zu den Pulps zählt. Und Sicherlich zu den harmloseren Varianten. sicherlich hat er damit ja nun auch dann später, zumindest indirekt, die deutsche Kinolandschaft mitgeprägt. Oh ja. Noch einen Drink, Milady? Ja. Da waren schon eine Menge lustiger Sachen dabei, das muss man sagen. Die Titel waren schon klassisch, reißerisch. Der Frosch mit der Maske, ja, der Abt mit der Peitsche. War das überhaupt so? Der schwarze Abt. Der schwarze Abt war es, Genau. genau. Wer hatte die Peitsche? Wer hatte auch eine Peitsche? Mein Problem ist, dass ich jetzt die Titel mit den Titeln vom Wixxer durcheinander Das schmeiße. ist korrekt, das stimmt. Was natürlich auch zeigt, dass so manche Pulp-Geschichte ja fast schon wie ihre eigene Persiflage klingt. Auf jeden Fall. Jetzt geht mir der Mann mit der Peitsche nicht mehr aus dem Kopf. Was uns wieder zu Indiana Jones zurückbringt. Ja, genau. Und zu Zorro natürlich. Ja. Einige davon haben zu Recht die Zeit überdauert. Ganz viele kann man heute wirklich nur noch aus rein historischem Interesse betrachten, und muss sie auch kritisch betrachten. Das muss man ganz klar sagen. Die Sachen haben ihre Probleme in der Darstellung von Frauen, Gleichberechtigung, anderen Völkern. Das ist alles hochgradig problematisch. Wie gesagt, bis auf ein paar Ausnahmen. Die sind dafür aber auch zum Teil gut gealtert, sodass ich sagen würde, viele Geschichten, auch Kurzgeschichten von Clark Ashton Smith oder so, oder Robert E. Howard, kann man heute noch lesen tatsächlich. Oftmals verkennt man es, weil Robert E. Howard wird ja ganz klar mit den Conan-Geschichten in Verbindung gebracht. Aber der hat eine ganze Fülle von wirklich großartigen Horror-Kurzgeschichten fabriziert. Und die sind Okay. heute noch lesenswert. Die sind wirklich noch lesenswert. Das wird halt leider nicht mehr so oft gemacht. Aber deswegen mein Appell: zieht los und besorgt euch die Sachen. Meistens gibt es sie sogar für kleines Geld, weil die Rechte schon längst wieder frei sind. Das klingt doch mal nach einem guten Tipp. Und nicht überall, wo Pulp draufsteht, muss auch wirklich Müll drin sein. Ich glaube, das haben wir hier ganz schön bewiesen. Wir verlinken euch gerne noch ein paar lesenswerte und schauenswerte Titel in den Shownotes und freuen uns über eure Kommentare. Wie steht ihr zu Pulps? Habt ihr schon mal Pulps gelesen? Vielleicht sogar schon mal selber geschrieben? Welche mögt ihr besonders und welchen könnt ihr überhaupt nichts abgewinnen? Und das hätte ich jetzt fast vergessen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es leider mit den Pulps Stück für Stück zu Ende. Die Magazine starben und an ihre Stelle traten dann Taschenbücher und, damals als der Untergang des Abendlandes bezeichnet, die Comics. Um Gottes Willen. Die Comics fingen an, die Kinderzimmer zu erobern. Sie waren nicht mehr nur Teil der Sonntagsausgaben von irgendwelchen Tageszeitungen, sondern die Comics waren da und damit begann der Untergang. den wir heute noch
zelebrieren. Genau. Und mit diesen nicht gerade erheiternden Worten möchten wir diesen Podcast auch für heute beschließen. Also dann. Das war der Plotcast von MW Ludwig und Markus Krämer. Die besten Plots der Welt werden auch in 2 Wochen besonders schlecht erzählt. Bleibt kreativ. Wenigstens ihr. Thank you.